Die Interpretationshypothese. Ich zeige euch jetzt, wie ihr Schritt für Schritt eine Interpretationshypothese am besten aufstellen könnt. Am Anfang möchte ich mal sagen, dass die Interpretationshypothese generell nach der Einleitung, also an zweiter Stelle einer Analyse eines Textes geschrieben werden muss. Oder geschrieben werden sollte, je nach Lehre halt. So, Schritt 1. Um eine Interpretationshypothese verfassen zu können, muss man eine Voraussetzung erfüllen. Man muss den Text gelesen und auch verstanden haben. Also wirklich, ihr müsst auch verstehen, worum es geht. Und wenn ihr beim ersten Mal nicht verstanden habt, worum es geht, dann lest es nochmal durch, bis ihr das verstanden habt. Weil es ist wirklich sehr wichtig, dass man halt den Text versteht, damit man auch eine gute Hypothese aufstellen kann. So. Also erster Schritt, Text lesen und verstehen. Zweiter Schritt, ihr dürft die Interpretationshypothese nicht mit der Analyse, mit der Interpretation an sich verwechseln. Bei der Interpretationshypothese geht es nur darum, euren Leseeindruck in wenigen Sätzen kurz wiederzugeben. Also ihr lest euch einen Text durch und sagt dann irgendwie, meiner Meinung nach möchte der Autor den Lesern übermitteln, dass Bio-Lebensmittel deutlich gesünder sind als normale Lebensmittel und dass man deshalb nur Bio-Lebensmittel kaufen sollte. Sowas halt, was ihr denkt, was der Autor den Lesern damit sagen möchte. Das kommt sozusagen in die Hypothese rein. Als Tipp kann ich euch sagen, dass ihr die Hypothese in guten Worten fassen solltet und auch zum Punkt bringen solltet und nicht einen Roman schreiben. Das müsst ihr wirklich kurz und knapp halten. Und ihr könnt auch benutzen, zum Beispiel also Formel. Nach meinem ersten Leseeindruck will der Autor des Textes in erster Linie damit sagen, dass. Das ist wirklich hilfreich und bringt auch Punkte in der Klausur oder Arbeit. So, das war's auch schon. Es ist gar nicht so schwer, sehr einfach, wenn ihr diese Punkte beachtet. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.